Und damit wieder herzlich willkommen zurück zum zweiten Part Uncharted 4 für heute, wenn das alles klappt. Der letzte Part war komplette Ballerei. Dicke Gegner, dünne Gegner, Panzerfäuste, MGs, alles. Und wir haben es aber geschafft und jetzt geht's weiter. Nicht normal. Und wir sind auf uns allein gestellt. Eleanor und Sam haben wir ja leider verloren. Oh shit, hätte ich doch die Panzerfäuste mitgenommen. Oder wir laufen einfach. Fuck! Lauf! Lauf! Okay, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ich glaube nicht, dass sein Plan funktioniert, mein Bruder. Oh fuck! Und ich dachte, der letzte Part war Action, aber jetzt wird der immer schlimmer. Ich glaube, sie haben mich überfahren. Ich glaube, ich hätte da oben drauf springen müssen. Egal, das machen wir jetzt. Ich würde nicht an seinen Fahrkünsten rummosern. Der ist sowieso schon sauer genug auf dich, mein Lieber. Okay, lauf, 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 lauf. Oh, schade. Ich dachte, es geht nach links weiter, aber ich glaube, es ging noch weiter nach vorne weiter. Okay, lauf. Lauf einfach. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses nach vorne fliehen nicht mag, weil wir nicht sehen, wo wir hinlaufen. Das ist natürlich... Oh, ich glaube, der ist ausgeschaltet. Der läuft schon, ne? Wirf mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier! Da ist die Panzerfaust. Sully war das, der hat den ausgeschaltet. Die Tierchen sind vorbei. Gott und die Freiheit, Arschloch. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Darf ich mein Gewehr komm wieder aufsammeln? Rüber. Ich hol dich da raus. Ja. Oder ist das weg? Bitte. Ich glaube, mein Gewehr ist jetzt weg. Na gut, dann... Panzerfaust ist auch leer. Wir haben nur noch die Pistole. Also, Sully kommt uns zur Rettung. Ich dachte, der letzte Part war krass, was die Action angeht. Und dann kommt sowas hier. Und ich habe das, was ich eben sagen wollte. Ich mag das nicht, wenn man nach vorne flieht. Weil du siehst, es ist zwar actionreich, sieht's geil aus. Aber du weißt halt nicht, wo du hinrennen musst. Aber hat ja geklappt. So, komm. Sully, danke für die Rettung. Danke, danke, danke für die Rettung. Schön, dich zu sehen. Gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Eleanor finden. Hey. Hey. Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut, ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gekriegt. Whoa, 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 whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung.
Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Hm? Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam, wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Ist es weit? Nicht wirklich. Nur durch diese Hafenstadt. Ja gut, also wir haben Sam wieder und Sam, trotz dieses ganzen kranken Scheißes, der hier passiert ist in letzter Zeit, will er immer noch den Schatz finden. Er ist halt wirklich drauf besessen, er hat ja sogar uns angelogen, um den Schatz zu finden und die anderen hier sind eigentlich vernünftiger und sagen, wir müssen nichts wie weg hier, sonst stirbt noch irgendwer. Ist ja auch eine vernünftige Entscheidung. Andererseits muss man sagen, haben wir jetzt so viel Scheiße durchgemacht und sind eigentlich relativ nah dran und wollen jetzt aufgeben? Ich weiß nicht. Und dazu kommt noch dieser krasse Felsen, den ich schon von Anfang an hier so geil fand mit diesen Zacken. Ich habe doch gesagt, da müssen wir doch irgendwie noch hin. Vielleicht kommen wir ja doch noch hin, wenn wir uns noch umentscheiden und den Schatz finden wollen. Aber schauen wir mal. Erstmal sieht es jetzt auch noch aus, als würden sie abhauen wollen. Da muss ja noch irgendwas passieren, damit wir den Schatz doch noch finden. Tun Sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil Sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Okay, also das hier ist so eine kleine Hafenstadt oder sowas. Wo wir durchgehen. Eigentlich ganz schön hier. Guck mal, wir können ja auch in die ganzen Häuser noch rein. Und das hat auch einen Grund, denn da ist natürlich ein Schätzchen. Das habe ich mir ja fast gedacht. Herrlich. Okay. Eigentlich ganz schick hier die Hafenstadt, oder? Ich meine, ich fand Libertalia schön, aber das ist wieder so ein anderer Flair hier am Wasser. Gefällt mir gut hier. Wo ist das Flugzeug? Ah, da unten. Na gut, dann sind wir ja nah dran. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Ja. Ich bin noch nicht überzeugt davon. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass sie jetzt zum Flugzeug gehen und verschwinden. Es wäre hundertprozentig die beste Entscheidung von eines vernünftig denkenden Menschen. Aber das kann es noch nicht sein. Ich bin von da runtergesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Ja, zum Beispiel diese komische Schubkarre hier. Kutsche auch genannt. Da muss aber mal jemand helfen, glaube ich, oder? Die ist zu schwer für einen, oder? Nee, geht. Hilf mir mal, Sam. Okay. Ja, doch, er kommt helfen.
Ich könnte das zwar auch alleine machen, aber zu zweit geht das doch direkt besser. Hey, braucht ihr Hilfe? Hey, nein, danke. Wir schaffen es. So, damit sollten wir da hochkommen, ha? Huh? So, kommt ihr alle hoch? Ja, ne? Wie lange machen wir eigentlich? Schon noch ein bisschen, oder? Was sagt denn die Zeit? Ja, noch 5 Minuten. Jemand einen Ausweg? Na, wir können hier rein? Ziemlich große Scheune oder sowas? Aber hier sehe ich noch keinen Ausweg. Aber wir könnten hier hoch vielleicht, ne? Und dann kommen wir hier durch. Wunderbar, da habe ich doch den Weg schon gefunden. Ich bin einfach schneller und besser im Klettern und Finden als die, ha? Ach, hier wäre zu gewesen, deswegen. Hier war eigentlich ein Tor. Na gut. Sind wir jetzt schon näher dran am Flugzeug? Wir kommen näher. Ja. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Ist das ein Sprung, den wir machen sollen? Nein, das ist kein Sprung, den wir machen sollen. Nein! Ich dachte, sieht so aus, als könnte man da rüberkommen. Aber das war, glaube ich, nicht der geplante Sprung. Wow, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Wo führt die denn hin, die Seilbahn? Auf die andere Seite. Ja, Moment, aber wie funktioniert denn der Antrieb? So. Ah. Keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen. Wie herziehen? Herziehen? Ich muss sie ja wenn in die andere Richtung ziehen. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Die da? Ja, das habe ich ja schon gedacht. Achso, warte mal, da muss ich mich wahrscheinlich dranhängen. Es ging nämlich nicht, nee, aber hier kann ich nicht. Hier könnte ich klettern. Ich habe eine Idee. Hilfst du mir mal? Aha, doch. Gibt eine Lösung, aber die ist noch anders, als ich dachte. Jetzt komme ich nur hier nicht mehr weg. Doch, komme ich. So. Also, was ist deine Lösung? Der Balken, ja, das hättest du ja früher sagen können. Ich habe ja eben schon versucht, darüber zu springen, aber das hat, war noch nicht erfolgreich. Aber so könnte es das werden. So, wir dürfen nicht zu weit schieben, sonst fällt der, aber... Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Hält! Alles gut. So, jetzt kann ich die Plattform ziehen. Okay, wir sind soweit. Habt das geschafft? Ja. Die reinste Achterbahn. Was denn mit Sam? Was? Ach so, soll ich zu dir kommen? Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Soll ich jetzt an dich dran schwingen? Ja. Ah. Verdammte Scheiße, Mann. Die hält euch alle aus, aber wenn ich dazu komme, dann geht wieder alles kaputt, oder was? Gott. Sam! Nochmal. Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Nein, nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Sturer. Er lässt es drauf ankommen. Ach.
Er wird sich noch umbringen. Doch. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Tja, Sam ist weg. Hat die Gelegenheit genutzt, ne? Zufällig da drüben gelandet und dachte sich, ja komm, dann hau ich jetzt ab, hol mir den Schatz und lass die alleine weiterziehen. Was soll ich denn davon halten jetzt? Meine Güte. Ich wette, wir müssen ihm doch jetzt... Er sagt, wir gehen nicht hinterher. Ganz ehrlich, eigentlich hat Sam es auch nicht verdient, dass wir hinterherlaufen. Eigentlich sollten wir uns wirklich einfach in Sicherheit bringen. Ich werde ihn retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay. Aber... darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine, nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Ist halt echt ein sturer Bock, ne? Und wir können ja jetzt nicht anders als ihn, retten eigentlich, ne? Es ist halt immer noch der Bruder. Aber, wie gesagt, eigentlich müsste man fast sagen, okay, wir hauen ab. So, hier haben wir einen Brief gefunden. Libertalia-Tagebuch von Christopher Exley vom 24. Januar 1718. Heute beginnt mein neues Leben. Endlich habe ich die Ufer von Libertalia unter meinen Füßen und bin ein freier Mann. Die Städte sind angefüllt mit Männern und Frauen, die mit Elan und Zielstrebigkeit arbeiten und leben. Ich habe gesehen, wie Waren von Schiffen abgeladen und für den Transport zur Kolonie vorbereitet wurden. Oben in den Hügeln konnte ich einen Blick auf die prachtvollen Ländereien von New Devon erhaschen. Meine Freude ist überwältigend. Dieser Ort wird jeden, der uns verspottet und unterdrückt hat, eines Besseren belehren. Unsere Familien, unsere Adligen, die Regierung, unseren König. Wir werden für den Rest der Welt ein Gesellschaftsvorbild erschaffen und unser eigenes Schicksal schmieden, befreit von den Ketten unserer früheren Leben. Ein Hoch auf die Chance zum Neuanfang für Gott und die Freiheit. Achso, warte mal, da war noch was zum Umdrehen, mal eben gucken. Achso, nee, das ist ein zweiseitiger Brief. Okay. Es lohnt sich halt doch immer mal in die Häuser auch reinzugehen und zu gucken. Ich mache das nicht nur zum Spaß oder um euch zu ärgern, aber es lohnt sich tatsächlich ab und zu. Aber... Achso, warte mal, ist das da hier, wo wir schon waren? Mit dieser Statue? Hier waren wir schon, oder? Ich weiß es nicht. Naja, so spannend es auch gerade ist, Sam, jetzt haben wir jetzt wieder verloren, schon zum keine Ahnung wievielten Mal. Aber das ist auch selber schuld, der sture Bock. Naja gut, wir sehen uns morgen wieder. Und ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich glaube wirklich, dass wir vielleicht noch... Ein, zwei, drei, vier Tage vielleicht. Und dann sind wir hier auch, glaube ich, fertig. Aber finden wir den Schatz noch? Retten wir Sam und finden den Schatz und es ist alles Happy End, Friede vor der Eierkuchen? Oder geht da noch irgendwas schief? Stirbt noch irgendwer? Gibt's einen Schatz? Gibt's keinen Schatz? Kommen wir hier weg oder kommen wir hier nicht weg? Das sind so die Fragen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.